Ja, hallo liebe Leute, ich glaube hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Schamanen-Let's Play. Wir sind natürlich nach wie vor im Jadewald, wir kommen relativ gut voran, würde ich sagen. Aber es ist Wahnsinn, wie schnell man einfach levelt. Ich meine, wir sind gerade mal im Jadewald und hätten noch die Zonen alle am Start und sind jetzt schon Level 30. Weil eigentlich geht es ja nur bis Level 50 innerhalb von, ja, vom aktuellen Game, bevor Dragonflight halt rauskommt. Weil nachher kann man bis 60 leveln und dann 60 bis 70 ist Dragonflight. Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich hier weiter und haben wieder einige Fragen von euch am Start. Wie immer, wenn ihr gerne Fragen innerhalb des Let's Play stellen möchte, die ich im Video beantworten sollte oder irgendwelche Themen anstoßen wollte oder was auch immer, dann könnt ihr das jederzeit gerne machen. Einfach auf dem Server Rexar oder Leria einen Brief an den lieben Galadro hier schicken, dann kann ich das nämlich immer hier lesen. Das machen wir natürlich auch gleich, bevor wir noch andere Themen haben, denn unter anderem wurde auch Season 4 angekündigt jetzt, das heißt Season 4 Start für Dragonflight. Wir haben momentan nach wie vor die VOTLK-Beta, das heißt mehr als genug Gesprächsthemen, würde ich mal sagen. Allerdings schaut zuallererst, wie gesagt, die Briefe einmal an und da haben wir zwei Stück. Und zwar einmal von Xerxes, betreff BVP. Grüße dich, Xiami. Ich habe ein paar BVP-Fragen für dich bezüglich zu Dragonflight. Denkst du, das Gearfarmen wird wie zu Shadowlands? Nein, wir wissen bereits schon, dass es anders ist als wie in Shadowlands momentan, denn das Gearing, zu dem sie zurückgehen, ist das aus Warlords of Draenor. Das heißt, es gibt wieder nur zwei Gearsets, einmal ein Ehre-Gear und einmal ein Gear für die Arena-Punkte, Eroberungspunkte, was auch immer. Das heißt, es gibt kein Stuff mehr zum Aufwerten oder sonst irgendwas, sondern man farmt halt zuerst das Ehre-Gear und dann kriegst du halt über Arena oder halt über Daily BG oder was auch immer, kriegst halt dann die höheren Punkte und dann kannst du halt das Endgear quasi für PvP kaufen. Das heißt, dort wird es wieder so sein wie in Warlords of Draenor. Es gibt anscheinend schon Gear-Upgrades, wie man das Gear uppen kann, aber das ist alles für PvP irrelevant, sondern das ist dann einfach für BVE. Das heißt wahrscheinlich nach wie vor, wenn du im Rating steigst, kannst du wahrscheinlich aufwerten und dann kannst du es halt im BVE benutzen oder irgend sowieso. Bis ich zumindest verstanden. Ich meine, wir müssen abwarten, bis die Alpha startet, damit wir dann sehen können, ja. Oder am Anfang der Alpha wird es noch gar nicht drin sein. Ich glaube, fast so bis Richtung Beta müssen wir, glaube ich, warten. Bis wir dann sehen, wie das genau funktionieren wird. Aber ich tippe mal ganz stark, dass es da ja nur die zwei Gear-Varianten persönlich geben wird. Finde ich ein bisschen schade, weil ich mochte das Ganze mit der Gear-Progression im PvP. Aber für mich zum Videos machen ist natürlich angenehmer, weil es wollen so viele Leute immer verschiedene Specs sehen. Und mit dem System brauche ich natürlich dann das Gear nicht aufwerten. Und dann kann ich dann einfach hergehen und dann spiele ich das einfach. Aber wie gesagt, ich persönlich jetzt aus persönlicher Sicht finde ich es ein bisschen schade, weil ich das mit dem Gear-Progression-Ding echt mag, dass ich sage, ich muss mich immer weiter nach oben arbeiten, auch wenn es natürlich ein bisschen schwieriger ist. Wird wieder so etwas kommen wie Paktfähigkeiten? Sofern wir wissen, nein, es kommt ein Talentbaum, das heißt, wir haben einen neuen Talentbaum einfach. Der ist wieder mehr so wie in VOTLK Burning Crusade Classic um den Dreh rum mit verschiedenen Talenten, die wir verteilen. Und da sind manche Paktfähigkeiten drinnen, die es aktuell gibt. Welche genau das sind, wissen wir noch nicht. Momentan haben wir erst zwei von den Skilltrees gesehen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video recorde. Vielleicht gibt es dann schon mehr. Haben nur bisher den vom Druiden gesehen und den vom Todesritter. Beim Todesritter zum Beispiel die Maldraxus-Fähigkeit ist da geblieben, das heißt, die gibt es nach wie vor. Beim Druiden sind überhaupt mehrere Legendary-Fähigkeiten drin, es ist Convoke drinnen und so weiter, das heißt, ein paar der Fähigkeiten bleiben als Talente verfügbar, die bei Community zum Beispiel gut angekommen sind. Persönlich finde ich es schade, da der meiste Damage nur über diese Fähigkeiten entstanden ist und was teilweise auch zu viele Fähigkeiten werden. Ich meine, das mit vielen Fähigkeiten, das Problem haben sie ja generell immer. Also die Frage, wie viele Buttons sind viele Leute angenehm, so wie es jetzt ist, bin ich eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Das heißt aber auch immer, dass wieder zwischendurch irgendwelche Fähigkeiten halt ausgetauscht werden oder Rotationen abgeändert werden. Aber alles in allem bin ich relativ zufrieden. Ich meine, ja, manche Paktfähigkeiten haben wirklich zu viel Schaden, bei manchen ist es relativ ausgeglichen, das kommt immer mehr oder weniger auf die Klasse und auf den Pakt an sich an. Was würde ich mir persönlich wünschen? Für PvP spezifisch, schätze ich mal, soll diese Frage sein. Das habe ich schon öfter mal gesagt und auch in meinem Wunschvideo zu Dragonflight selber erzählt. Das, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre ein PvP-Bro oder ein PvP-Progression-System für Leute, die nett gewerteten Content spielen. Das heißt, wenn ich normale Battlegrounds spiele, dann kriege ich halt wie früher, also wie mehr oder weniger das Rang 14-System von damals, ein bisschen weniger mit weniger Punishment, das heißt, das ist nicht so hart zurückdroppt oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach nur so eine Progression-Leiste und dann spiele ich halt PvP und wenn ich PvP spiele, dann zählen irgendwie die Ehren auf die Siege oder die Ehre, die ich erringe pro Season und umso mehr ich davon erringe, umso mehr Rewards kriege ich halt von Reittieren über Cosmetics oder sonst irgendwas. Sowas in der Art würde ich extrem feiern, wenn das einfach irgendwie so ein Non-Rated-Content ist, wo man jetzt nicht unbedingt Arena für spielt, sondern einfach die normalen BGs, das wäre so mein,
mein persönliches Favoritenfeature. PS, bleib wie du bist, freue mich auf weiteren Content von dir. Vielen, vielen Dank für den Brief, Mann. Vielen, vielen Dank. Jo, ich kriege schon wieder Gold. Katie Party Aleria, Keybinds. Hey Flo, kurze Frage. Wie würdest du dich an neue Keybinds gewöhnen, beziehungsweise hast du einen Vorschlag? Und würdest du alle Keybinds sofort ändern, wie man es möchte, oder Step by Step? Danke, mach weiter so. Deine Videos machen echt viel Spaß. Wie wäre es eigentlich mal mit einem Arena-Commentary anstelle der BGs? Mal vielleicht in Zukunft, habe ich ganz, ganz früher gemacht, so Richtung Mists of Pandaria, also ein paar der ersten Videos, die ich am Channel hochgeladen habe. Sind aber, glaube ich, privat, weil da, glaube ich, copyrighted Music drinnen war. Und ja, da habe ich damals solche Dinger gemacht. Vielleicht machen wir das in Zukunft wieder. Es gibt noch ein Arena-Ding, wo ich letzte Season Gladi geholt habe. Das ist momentan noch drauf, aber in Zukunft werden wir schauen. Danke auf jeden Fall fürs Gold, für die Keybinds. Machen wir nebenbei die Quests, ja? Für die Keybinds haben wir ja schon, oder habe ich schon mal ein Video hochgeladen. Das heißt, es gibt eigentlich ein detailliertes Video, das ich gemacht habe, wie ich meine Keybinds vergebe und was ich dabei beachte. Das heißt, du kannst einfach auf meinem YouTube-Channel schauen, wo denn dieses Video gerade am Start ist. Heißt, glaube ich, einfach Xiaomi Keybinds. Gibt es, glaube ich, zwei Stück. Ein älteres, ein neueres. Also eins, das mit Shadowlands erst entstanden ist. Und da erkläre ich das eigentlich im Allgemeinen. Ansonsten kann ich hier nochmal ganz kurz drüber gehen. Und ich habe mir auch letztens hier noch Fliegen mal geholt, weil sind wir Level 30. Jetzt haben wir wenigstens schon mal das Slowy Fliegen, also das 150% Fliegen. Kann im Allgemeinen mal ganz kurz drüber gehen, also wie ich keybinde. Es gibt verschiedene Variationen, wie man keybindet. Generell keybindet man halt einfach wegen schneller Reaktionsfähigkeit und dadurch, dass der Blick halt fokussiert an der Mitte ist, kann ich das leichter reagieren auf Sachen, als wenn ich immer wieder auf den Mauszeiger schauen muss, was hat mein Mauszeiger macht. Das ist der Hauptgrund und mein Baseline Keybinding ist immer WAD, das heißt mein Movement ist immer WAD. Ich habe S auch gebindet, macht man nicht mehr oft. Warum? Weil Backpedalen halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist und man kann einfach nach hinten oder rechts, links nach hinten strafen und gerade als Tank ist es eigentlich, man blockt dann trotzdem. Das heißt, wenn du nach links hinten oder rechts hinten strafst, dann blockst du trotzdem und ja, BVB und so weiter benutzt man eigentlich den S-Key gar nicht mehr. Warum? Hauptsächlich, weil es halt 50% Movement Slow ist, das heißt, vorwärts bist du immer schneller und wenn ich einfach zurückstrafe, dann bin ich immer besser unterwegs. Das heißt, du solltest dich generell schon mal so keybinden und dein Movement so anlegen. In meinem Fall, ich halte rechte Maustaste immer gedrückt. Das heißt, ich kann mich frei um jegliche Objekte rundherum bewegen, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe oder sonst irgendwas. Im Gegensatz, wenn ich jetzt, sagen wir, die Maus oder so nicht benutze, dann muss ich immer Keyboard turnen. Und dann siehst du halt immer, da geht halt immer Zeit drauf, die ich so in dem Sinne nicht habe, weil ich kann mich so einfach frei um das Target rundherum bewegen. Und da habe ich dann im Endeffekt keinerlei Probleme, was das angeht. Ansonsten, ich gehe dann immer davon aus, dass mein Mittelfinger ist zum Beispiel von der linken Hand immer auf W. Das heißt, ich habe die anderen Finger frei für meine Hotkeys und dann binde ich halt alles, was ich erreichen kann, während mein Finger halt auf W ist, mehr oder weniger. Das heißt, in dem Fall, ich könnte bis zur 6 erreichen, aber zum Beispiel jetzt nur bis zur 5 gebindet, weil ja, das bis zur 6 ist schon ein bisschen anstrengend zu drücken. Und dann habe ich mehr oder weniger hier alle Keybinds und alles, was hier zum Beispiel ist, U, Z, H und so weiter, das ist dann hier auf meiner Maus gebindet. Das sind dann auch zum Beispiel die Hidden-Bars, was ich hier habe. Das heißt, ich habe hier auch versteckte Bars, wo meine Mounts und so weiter drauf sind. Oder Buffs oder sonst irgendwas. Das habe ich dann immer auf Hidden-Bars, weil da brauche ich dann nicht hinschauen, weil da weiß ich hier, dass die Fähigkeit drauf ist. Und dann tue ich mir da nochmal ein bisschen leichter, dass ich das... Dass ich das dann drücke. Und wie gesagt, ich würde am Anfang generell gleich alles binden. Du wirst am Anfang sehr oft zurückfallen in alte Gewohnheiten, dass du sagst, du wirst dann gleich mal wieder irgendwas anderes probieren, weil es halt ein bisschen anstrengend ist am Anfang. Aber... wie bei allem im Leben, umso öfter du das machst, umso mehr Muscle Memory hast du dann drinnen und dann irgendwann geht es so derart in die Gewohnheit über, dass du gar nicht mehr ohne Hotkeys kannst. Und das macht es dann immer angenehmer und angenehmer, gerade weil deine Reaktionszeit halt so derart nach oben geht und das wirst du dann relativ schnell merken, gerade beim Gameplay und so weiter. Generell in allen Games eigentlich, es gibt keine Games, wo ich nicht überall alles Hotkey. Das heißt, wenn ich jetzt Counter-Strike Competitive spiele oder sonst irgendwas, ich habe alles gebindet auf der Maus, ich habe Byscript, ich habe... auf der Maus zum Beispiel meine Nades gebindet, meine Waffenswitches gebindet und so weiter, damit ich immer exakt weiß, wo was ist, ohne nachdenken zu müssen und dann meine Reaktionszeit ist dafür halt bei Weitem schneller und ich tue mir so viel leichter, dass ich halt ja auf verschiedene Sachen reagieren kann. Ich hoffe mal, das hilft dir. Ansonsten noch ein kleiner Tipp, bin ich schon öfter darauf eingegangen, aber letzter jetzt zum Thema Keybinds. Wenn du mehrere Klassen spielen möchtest, das heißt, wenn du mehrere Specs spielst von deiner Klasse oder über verschiedene Klassen spielen möchtest, dann gewöhne dir an, dass du die Main-Sachen immer gleich bindest. Das heißt, deine Defensive-Cooldowns, also deine defensiven Fähigkeiten, sind immer auf demselben Button. Deine Unterbrechungstaste, zum Beispiel mein Kick, ist immer auf R auf der Tastatur. Mein Main-Damage ist hier immer auf 1, 2, Q, E, 4 und dann halt die Modifier dafür, also mit Shift oder Steuerung noch dazu.
und zum Beispiel mein Stun ist immer auf 5 und so weiter und so fort. Das heißt, ich will Sachen immer gleich halten, weil dann tue ich mir umso leichter, dass ich mehrere Klassen effektiv spielen kann, ohne dass ich halt dann irgendwie permanent nachdenken muss, was ist jetzt der Button für das, was ist jetzt der Button für dies und so weiter und so fort. Und dann tut man sich einfach bei Weitem leichter, gerade wenn man mehrere Klassen aktiv spielen will. So, dann haben wir natürlich momentan, wie gesagt, jede Menge, also jetzt komplett anderes Thema, wir haben momentan jede Menge interessante Themen. Und zwar, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit einem Thema, das ich am Anfang sogar vergessen habe anzusprechen, an. Und zwar, Blizzard hat Leute eingekauft, und zwar nicht mal wenige und exklusiv für World of Warcraft. Das heißt, die Belegschaft wurde ordentlich aufgestockt. Ich bin mir gerade, vielleicht kann es einer in die Kommentare sonst schreiben, ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Firma hieß. Ich kann den Namen, oder ich weiß den Namen immer nicht. Aber es sind zum Beispiel die Macher von Spellbreak. Wer das kennt, das ist so ein Battle Royale mit Zauber und so weiter, wo man so Handschuhe und so Star findet und dann bessere Effekte und so weiter. Da habe ich ein paar Mal zugeschaut, bei, glaube ich, Shroud damals. Sah ganz interessant aus. Und da haben sie das komplette Entwicklerstudio aufgekauft. Das ist eh schon hinter den Kulissen länger gegangen. Ich meine, das dürfen ja nicht viele Leute wissen, immer bei so Verkaufsdingen zwecks, ja. Wie soll man sagen, Aktienbetrug und so weiter, dass halt Leute, wenn sie vorhinein wissen, halt quasi große Mengen davon einkaufen und so weiter. Aber das ist nur gerade Nebensache, wenn wer gerade weiß, wie die Firma heißt, bin mir gerade nicht sicher. Wie gesagt, Spellbreak haben sie unter anderem gemacht. Kam gar nicht so schlecht an, aber hatten halt das Problem, dass sie das ganze Ding nie weiter nach oben skalieren konnten, was halt das meiste Problem bei vielen Entwicklern, bei vielen kleinen Entwicklerstudios ist, aber ich schweife gerade ab. Und zwar haben sie da 100 Entwickler, wenn ich mich nicht verlesen habe, glaube ich, waren es 100 Entwickler, die jetzt exklusiv an WoW arbeiten. Das heißt, es sind alles halt Arbeitskräfte, die halt jetzt exklusiv an WoW weiterarbeiten werden. Finde ich sehr interessant, persönlich. Das werden sie wahrscheinlich hauptsächlich dazu gemacht haben, damit sie halt definitiv noch fertig werden mit Dragonflight dieses Jahr. Was nicht nur Positives bringt, weil das ist halt immer so ein Ding, das ist auch was, was viele Leute dann immer nicht ganz verstehen, warum man da nicht einfach mehr und mehr Entwickler dran wirft. Das Problem ist, dass es irgendwo dann, erstens geht es gegen den Workflow, weil wenn neue Arbeitskräfte reinkommen, gerade bei so komplexen Systemen, dann müssen die erstmal eingearbeitet werden, bevor sie überhaupt irgendwas machen können. Das dauert schon mal Zeit und das nimmt schon mal Zeit in Anspruch, das heißt, da geht dann immer ein bisschen was drauf, das heißt wahrscheinlich für 1-2 Monate sind die eh noch nicht viel zu gebrauchen. Aber im späteren Ding, wenn die halt eingearbeitet sind, dann hast du natürlich bei weitem mehr Workpower, wobei das ist auch wieder limitiert, weil du kannst halt nicht 500 Leute ans gleiche Ding ransetzen. Das ist gleich wie wenn ein Klempner ein Rohr repariert oder sonst irgendwas. Bei einem macht es noch Sinn, 2-3 geht auch noch, die können sich vielleicht untereinander helfen, aber wenn ich da jetzt ein Rohr habe und da stehen 500 Mann dabei, jeder will irgendwas anderes machen, jeder blockiert den anderen, ist im Endeffekt bei Programmcode nichts anderes, da arbeiten dann zu viele Leute gegeneinander und da kommt dann erst nichts raus, das heißt, du musst halt immer schauen, wie du das am besten einteilen kannst. Aber sehr, sehr interessant, könnte natürlich heißen, dass sie vielleicht mit dem ganzen Patch-Zyklus auch dann in Zukunft ein bisschen weiter nach vorne pushen können, dass sie das nicht wie in Shadowlands halt, dass die Patches so lange gehen, weil sie haben ja schon wie bei Overwatch 2 präsentiert, so den Zyklus, wann was releasen soll und wie Mikey Barra schon gesagt hat, auf zum Beispiel Twitter, ist noch nicht bestätigt, aber sie würden es gerne tun, auch für ihre anderen Franchises. Das heißt wahrscheinlich in Zukunft dann Diablo 4 bzw. Diablo Immortal, also World of Warcraft. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie solche Pläne auch gern hätten, dass Spieler immer im Vorhinein wissen, zum Beispiel so lange geht eine Season, dann kommt das und das, ist geplant als Main-Feature und so weiter und so fort. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Suchen auch unter anderem gerade wieder einen Community-Manager, wobei sie eigentlich mehrere gerade haben. Deswegen wundert mich das nämlich gerade. Da bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich kenne ja selber die Community-Manager. Aber wundert mich da gerade, dass sie noch mehr suchen, vielleicht damit sie mal irgendwie kommunikativ mehr nach außen rücken. Das ist ja mal so eins der größten Probleme bei Blizzard generell. Ich meine, jeder, der WoW spielt oder schon seit längerer Zeit spielt, der weiß das. Ich meine, ist ja das Main-Problem hinter WoW, ist, dass die Devs immer sagen, sie wollen, achso, ich muss das hier oben platzieren, die Devs halt sagen, sie wollen das und das, mehr Kommunikation und dann kommt halt wieder nichts zustande. Das hält dann immer irgendwie so 1-2 Tage an und dann ist halt wieder komplett vorbei. Deswegen, die Cutscene haben wir schon mal angesehen. Deswegen, sehr, sehr gespannt, ob das dann da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr, ja, nach außen gerückt wird. Aber, ja, bleiben wir mal gespannt, was das angeht. So, dann haben wir natürlich momentan noch was Interessantes und zwar haben wir die Ankündigung für Season 4. Das heißt, die aktuelle Season, wer hätte gedacht, dauert tatsächlich nur noch einen Monat. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, haben wir gerade den 30. Juni und Season Start
ist am 2. August für US und am 3. August für EU. Das heißt, am 3. August in dem Falle haben wir dann die nächste Season und beziehungsweise auch die letzte Season für Shadowlands und damit auch eine sehr, sehr kurze Season, denn wir haben ja nur August bis maximal Dezember, wo dann schlussendlich Dragonflight rauskommen sollte. Also ja, wirklich eine der kürzesten Seasons, die wir je hatten. Zudem kommt zu der Season natürlich einiges dazu und die Season ist natürlich noch kürzer, gar nicht bis Dezember, weil wir haben Pre-Patch auch noch, das heißt mit Pre-Patch ist ja die Season dann schon vorbei. Aber in der Season ist es so gehandhabt, dass wir bei Weitem schneller an Gear rankommen. Wie ist das gemeint? Und zwar, ich erkläre euch jetzt mal die Season-Features, was denn überhaupt Neues und was denn überhaupt drinnen ist, für alle, die vielleicht jetzt momentan kein WoW spielen oder vielleicht überlegen, ob sie mit Dragonflight und so weiter wieder anfangen oder vielleicht davor schon anfangen. Season 4 sieht recht interessant aus und sieht recht spaßig aus, vor allem weil es diesmal schneller gehandhabt wird. Das ist kein System, was sie vorerst beibehalten werden, wahrscheinlich mit den nächsten Dingern, haben sie auch schon gesagt, dass wahrscheinlich nicht irgendwie damit zu rechnen ist, dass jetzt immer so läuft, aber ist cool, dass sie das mal ausprobieren und dass wir mal eine mehr oder weniger kurze Season haben. Und wie es mit PvP läuft, wissen wir noch nicht. Da bin ich selber noch sehr, sehr gespannt, ob wir generell mehr Eroberungspunkte und so weiter holen können. Aber für PvE-Spieler, als erstes in Season 4 haben wir mal neue Dungeons dabei. Das heißt, wir haben nicht mehr die aktuellen Dungeons. Jetzt erstmal schöne Disconnect gegönnt. Aber was wollte ich gerade sagen? Also als erstes haben wir mal neue Dungeons mit am Start. Und zwar die Dungeons, die wir jetzt aktuell haben in Shadowlands, die sind dann nicht mehr am Start, außer eine Variante, und zwar Tazavesh. Dort gibt es nach wie vor beide Wings für Mythic Plus. Heißt also, wenn er da weiterspielen möchte, dann, wie gesagt, Tazavesh ist einmal am Start. Die nächsten Instanzen, die wir dabei haben, sind Operation Mechagon. Dort ebenfalls beide Wings am Start. Wir haben aus Legion ihre Rückkehr nach Karazhan, ebenfalls beide Flügel am Start. Und zu guter Letzt haben wir dann noch einmal den Grimgleis-Depot als auch Eisendogs aus Warlords of Draenor in der Mythic Plus Rotation drinnen. Das heißt, das sind die Dungeons, worüber wir uns dann wahrscheinlich gieren werden, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, sondern zu 100% gieren werden. Da ist natürlich jetzt ein kleiner Unterschied, denn wir haben mal neue Items dabei und sogar recht, recht gute Items dabei. Wer vielleicht zu den Addons dort noch gespielt hat, da gibt es natürlich das ein oder andere, was sehr, sehr stark ist, wie zum Beispiel die Armschienen aus Mechagon. Die Armschienen aus Mechagon mit der Cooldown Reduction ist natürlich für Fire Mage extrem stark. Vielleicht kann man es auch jetzt aktuell bei verschiedenen anderen Specs mit einbauen, bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. Das heißt, gerade spielerisch kann man sich da sehr viele Sachen wieder bauen. Dann die zwei Mechagon-Ringe, auch sehr, sehr stark. Das Trinket aus Karazhan mit dem Crit-Stack, die Stat-Sticks aus Warlords of Draenor und so weiter. Gibt also auf jeden Fall ein paar interessante Items. Eventuell könnte sogar das Schild aus Mechagon recht gut sein jetzt. Das war in BFA selber nicht so geil. Aber es hat Meisterschaft drauf und es macht beim Blocken Damage. Und weil Brot Paladin zum Beispiel im Vierer-Set-Boni jetzt extrem auf Blocken aus ist, kann es sein, dass er sogar relativ viel Schaden austeilt, wenn man jetzt große Pulls macht. Bleibt halt dann offen zur Spekulation und wäre dann halt auf jeden Fall wert, noch ein bisschen rumzuprobieren. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon mal neue Dungeons mit am Start, die wir machen können. Raids haben wir auch neu am Start. Oder was heißt neu? Wir haben eigentlich die gleichen Raids, wie wir aktuell am Start haben. Das heißt, die Shadowlands Raids sind allesamt aktiv und zwar immer einer pro Woche. Da kann man immer schauen, wenn man hier in den Abenteuerführer dann geht und dann auf Shadowlands geht, dann ist bei einem dieser Raids immer so ein Icon dabei und die wechseln sich immer durch. Und je nachdem, wo das Icon dabei ist, dieser Raid ist für diese Woche aufgewertet und dort drinnen gibt es dann einfach höheren Loot. Das fängt, glaube ich, irgendwo bei 270 plus an und hört, glaube ich, bei 303 auf oder so irgendwie. War irgendwie eine merkwürdige Zahl auf jeden Fall. Hört also relativ hoch auf, also gute Spieler kommen definitiv über 300 Item Level. Und da kann man sich dann natürlich nach oben gieren. Tiersets gibt es nach wie vor. Die Tiersets bleiben die gleichen, wie sie auch jetzt sind. Da wird nicht viel überarbeitet. Kann sein, dass noch das ein oder andere Tuning kommt. Da haben sie auch noch gesagt, dass wahrscheinlich Tuning-Ding nochmal irgendwas kommt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur für den Raid gemeint war oder generell für die Klassen. Es kommen zumindest halt die Survival Hunter Nerfs und die Destrolock Nerfs für den AOE. Das wissen wir ja schon. Das sollte eigentlich jetzt schon kommen, aber wurde nochmal delayed, weil es halt unfair wäre für die Leute, die jetzt noch Mythic Plus pushen wollten, weil sie halt nicht mehr die Chance haben, gleich hochzukommen. Für alle, die dann noch den Rank 1 zum Beispiel anstreben. Finde ich sehr, sehr nice. Wie kommt man dann in die Tiersets, wenn man die anderen Raids geht? Wenn zum Beispiel jetzt Natria ab ist und ich in Natria reingehe, dann kann ich ja hier Ketten-Items ziehen. Zum Beispiel, wenn wir hier auf Schamane einfach kurz schauen, dann kann ich hier Ketten-Items ziehen. Und wenn ich jetzt hier die Brust ziehe, dann kann ich die einfach zu einem Tierset-Teil umwandeln. Denn die ganzen Aufladungen vom Katalysator, die stacken alle. Das heißt, die werden nicht resettet. Wenn ihr also jetzt schon Aufladungen für den Katalysator habt, dann könnt ihr die einfach in die nächste Season mitnehmen. Und ja, das geht
gilt auch für Leute, die jetzt zum Beispiel nicht gespielt haben. Denn wenn ihr bisher jetzt gar nicht gespielt habt, WoW, und ihr würdet gerne mit der Season wieder anfangen, ihr habt automatisch alle Aufladungen, die ihr bisher versäumt habt. Das heißt, ihr könnt einfach alles umwandeln, was ihr umwandeln wollt, sofern ihr halt dann den Flux dafür farmt, was ja überhaupt kein Problem ist, weil mit Flux ist eh zugemüllt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, da kann man dann alle Schwierigkeitsgrade durchlaufen. Da gibt es dann noch was Interessantes, denn für diese Raids gibt es auch einen Reward und in den Raids ist auch ein FX an. Ich habe mir selber immer noch nicht durchgelesen, was der FX macht. Ist jetzt aber, glaube ich, was ich gehört habe, zumindest nicht recht schwer. Sind also, oder die Raids sollten im Generellen recht auf der simpleren Seite sein, sagen wir so, weil, wie gesagt, die Season ist recht kurz und sie haben auch gesagt, dass sie zum Beispiel Mausoleum nochmal runter nerven, auch nach den ganzen Nerfs, die jetzt schon waren. Das ist ja jetzt schon der meistgenervte Raid überhaupt. Ich finde immer noch den Raid nicht schlecht, aber ja, ist relativ anstrengend bei manchen Encountern. Deswegen ist sehr, sehr gespannt, was sie da dann auf jeden Fall noch vorhaben und wie es von der Schwierigkeitsgrad dann da drinnen aussehen wird. Es gibt dann auch noch Rewards für diese Raids. Das heißt, wenn man diese Raids in diesem Spezialschwierigkeitsgrad legt, dann gibt es eine Belohnung, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man dort gemacht hat. Das heißt, wenn ich jetzt im NHC alle von diesen drei, also alle drei Raids komplett cleare, jeden einzelnen Boss, dann werde ich am Ende mit der Schleimkatze belohnt. Wie die aussieht, wissen wir noch nicht. Die ist nämlich nach wie vor encrypted. Das heißt, wir wissen nicht, wie die aussieht. Wird aber relativ ein schönes Model sein, schätze ich mal ganz stark, weil das ist nämlich eins der Mounts, die damals bei diesem, habe ich eh schon mehrmals erzählt, bei diesem Community-Contest eigentlich rausgekommen sind. Die haben sie ja alle gemacht und das sahen bisher alle eigentlich nicht bad aus, was da vorgestellt wurden. Deswegen bin ich definitiv sehr, sehr gespannt, wie das Kätzchen dann aussehen wird. Das heißt, wenn ihr da alle Raids im NHC durchmacht, dann gibt es das Katzenmount. Werde ich natürlich im Stream immer wieder orgen. Das heißt, wir werden schauen, dass wir jeder ID einmal diese Raids durchclearen können im NHC. Und natürlich auch schauen, dass wir da alle Leute mitnehmen können, die halt halbwegs Gear haben. Ich meine, durch Carrying wird es halt nicht werden, aber wenn ihr halbwegs Gear habt, dann könnt ihr natürlich mitgehen. Dann, wenn man das Ganze im Heroischen, also im HC durchmacht, dann gibt es am Ende einen Titel. Das heißt, wenn man alle drei Raids im HC cleart, gibt es einen Titel. Und zu guter Letzt, wenn man das im Mythic überhaupt cleart, das heißt, wenn man alle drei Raids schafft, in der mythischen Variante zu clearen, dann hat man in Zukunft die Teleporter zu den jeweiligen Raid-Instanzen hin. Das heißt, einmal zu Natria, einmal zum Mausoleum und einmal zum Sanctum. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ich mag die Teleporter. Wer nicht weiß, was das ist, das gab es schon seit Mists of Pandaria Challenge Mode. Wenn man also in Mists of Pandaria Challenge Mode gespielt hat, wie zum Beispiel in meinem Fall, und dort Gold abgeschlossen hat, dann kriegt man einfach einen Teleport und dann kann man sich auf seinem Main zu diesen Dungeons einfach hinboarden mit einem 8-Stunden Cooldown. Ist ganz praktisch zwischendurch mal und finde ich einen coolen Reward. Das gleiche gab es dann auch in Waters of Draenor im Challenge Mode und gibt es jetzt aktuell auch, wenn man Mythic Plus spielt und dort die Keys auf Schwierigkeitsstufe 20 abschließt, dann kriegt man ebenfalls einen Teleport dahin. Ein Teleport, das habe ich noch vergessen, Teleport zu den jeweiligen Dungeons auch für dann Mythic Plus. Gibt es tatsächlich einfach einen Ouribos. Das heißt, ihr könnt euch dann Grimgleis-Depot und so weiter einfach hin teleportieren. Da wurden extra Portale dann eingefügt, die dann mit Season 4 aktiv sind. Sind einfach oben bei der Flugmeister, steht in Ouribos. Das heißt, noch was Gutes, kommen wir noch schneller hin. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich fliegen kann. Das ist also schon mal, was den Raid-Content angeht. Bei PvP wissen wir es noch nicht. PvP ist natürlich, wie gesagt, auch alles nach oben skaliert. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Eroberungspunkte-Buff aktiv bleibt, den wir jetzt haben, plus den Ehren-Buff, dass der ebenfalls aktiv bleibt. Und ich gehe auch davon aus, dass das Cap höher sein wird für die Eroberungspunkte. Ich denke nicht, dass wir nur wie am Anfang zum Beispiel 550 oder 750 Punkte pro Woche holen können, sondern ein bisschen mehr, weil die Season eben kürzer ist, damit man sich schnell agieren kann. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie das halt so belassen werden. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was beim PvP-Technischen dann noch rauskommt. Ansonsten, es gibt natürlich nach wie vor im Mausoleum im heroischen Modus das Mount vom Jailer abzuholen. Das heißt, für alle von euch, mir fällt der Name immer nicht ein, aber kann ich hier nicht Mausoleum einfach suchen? Ne, das ist das Mythic Mount. Wie heißt das andere nochmal? Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal googeln, weil ich nicht mehr wusste, wie das Ding gerade heißt. Das ist das Problem, wenn man so viele Mounts hat. Charisinisierter Zerephirsch ist das. Das heißt, wenn man dieses Reittier noch haben will, das gibt es nur während Shadowlands noch abzuholen. Das heißt, wenn ihr euch das noch sichern möchtet, die Spinne hier, die kann auch fliegen hier. Hat ihr den Düsenmodus mit drinnen. Das heißt, wenn ihr diese Spinne noch gerne haben möchtet, dann müsst ihr den Jailer im heroischen Modus legen. Sollte relativ simpel werden, denn wie gesagt, es ist immer nur einer der Raids empowered. Das heißt, wenn wir hierher gehen, Shadowlands, es ist einer der Raids empowered. Das heißt, wenn zum Beispiel Mausoleum in der Woche nicht empowered wäre und die meisten Leute sind schon 290, 300 Item Level,
dann soll es recht einfach fallen, dass wir in Zukunft dann den Kerkermeister auf HC legen können, gerade mit den ganzen Nerfs und den kommenden Nerfs, die noch dabei sind. Das heißt, wir können auf jeden Fall versuchen, da im Stream noch dem einen oder anderen dann dieses Mount hier zu beschaffen, natürlich mit der Voraussetzung, dass er ein bisschen Gear mit anhat. Dann kann man den natürlich ebenfalls holen, denn der bleibt weiterhin im Spiel vorhanden. Das gleiche gilt auch für das Mythic Mount, das habe ich leider selber noch nicht. Das heißt, für alle, die hier noch das Mythic Mount haben wollen, da ist es ja wieder gleich, solange die Season noch aktiv ist, das heißt Season 3 und Season 4 noch aktiv sind, ist die Drop Rate von diesem Mount 100%. Und wie immer, wenn der Content nicht mehr aktiv ist, das heißt, sobald Dragonflight Prepatch erscheint, beziehungsweise Dragonflight selber erscheint, dann ist die Drop Chance von den Dingern wieder irgendwo auf 0,1% runter. Das heißt, wenn ihr das euch im Vorhinein noch sichern wollt und eine Gilde habt, die vielleicht Mythic clearen kann, dann könnt ihr das natürlich auch jederzeit noch abholen. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice, was man da noch alles machen kann. In der nächsten Season ist halt nochmal so eine kurze Überbrückung, mehr oder weniger zu Dragonflight selber, was ich sehr cool finde. In der Zwischenzeit kann man sich ja dann hypen über die Alpha, über die Beta oder wahrscheinlich auch über das nächste Thema, und zwar den kommenden WoTLK Classic Release. Das dürfte ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von euch interessieren. WoTLK Classic ist natürlich ja eins der oder WoTLK war ja eins der beliebtesten oder das beliebteste Add-on überhaupt für World of Warcraft. Das heißt, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der das von euch auf jeden Fall nochmal spielen möchte. Meine persönliche Spekulation ist, dass der Release irgendwo Richtung September rum ist für WoTLK Classic. Moment, vielleicht auch früher schon, vielleicht auch August. August, September um den Dreh rum. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir dann eben allzu lange warten dürfen. Ansonsten, momentan aber die Beta gerade, habe ich jetzt auch vor kurzem noch einen Invite bekommen, habe ich mal ein bisschen reingeschaut nochmal. Wie gesagt, ich werde da nicht mega reinsuchten, aber wir werden es halt wieder ein bisschen mit der Community spielen halt. Wir werden ein bisschen raiden gehen, wir spielen auf Everlook auf Seite der Allianz und werden da halt einfach so ein bisschen die 10er-Varianten der Raids durchmachen. Das ist so mein Ziel, was ich persönlich habe. Ansonsten habe ich da nicht wirklich viel vor. Wenn es mich wirklich überkommen sollte, spiele ich vielleicht ein bisschen PvP, was ich aber nach wie vor weniger glaube, aber da lasse ich mich dann selber von mir überraschen, ob ich da Bock habe oder eher weniger dann, wenn es soweit ist. Wie gesagt, da ist mir dann meistens der aktuelle Content lieber, weil ich kenne da halt schon alles und man kann sich halt nichts mitnehmen auf Retail. Das heißt, da fehlt mir dann immer so ein bisschen die Motivation, dass ich da dann zu hart reinnörde. Aber wie gesagt, jedem das seine. Wenn es einem gefällt, natürlich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist cool zu sehen momentan, weil ich habe jetzt nicht viel rumprobiert bei der Beta, weil da gibt es halt nicht wirklich viel zu testen, was mich da jetzt interessiert. Aber ist halt zum Beispiel, der Unterschied beim Leveln ist halt so krass. Ich habe das gar nicht mehr so im Gedächtnis, dass es mit WoTLK dann so einfach war zu leveln. Aber wenn ich drüber nachdenke, da gab es ja dann auch die Erbstücke, die konnte man dann auch später holen und so weiter. Und der Damage, also im Vergleich zu dem hier gerade, also wenn ich das jetzt mit dem Leveln hier gerade vergleiche, ist WoTLK sogar nochmal ein Stück einfacher, aber es dauert ein bisschen länger, weil die EP sind noch nicht so reduziert. Außer man hat Erbstücke, dann geht es natürlich ein bisschen schneller, aber overall, WoTLK Leveln ist extrem schnell. Ist der Damage-Unterschied zu Burning Crusade zum Beispiel aktuell, steht halt in keiner weiß nicht, Relevanz zu irgendwas anderem, weil wenn ich da... Ich habe es halt verglichen heute, auch im Discord habe ich ein bisschen gestreamt und bam zugesehen. Und da war zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit meinem 60 oder 61er Parler, wenn ich da gelevelt habe auf Burning Crusade Classic, dann brauche ich für einen einzigen Gegner so 15 bis 20 Sekunden um den Dreh, bis ich ihn down habe, selbst wenn ich perfekt spiele und zum Beispiel die Seal swappe permanent. Und das Problem ist, dass ich danach komplett um bin. Wenn wir das jetzt mit WoTLK Beta bzw. halt WoTLK Classic vergleichen, dann brauche ich für den Mob ca. 3 Sekunden, kann dabei auch so viel pullen, wie ich will, gehe niemals um und verliere so gut wie keine HP. Ich habe dann teilweise irgendwie auch easy, keine Ahnung, 5 bis 10, 15 Mobs zusammengezogen und kann die einfach wegliefen, ohne dass ich auch nur babbeln muss oder irgendwas. Das ist halt... Das ist halt so den derben Unterschied, wie das Game dann mehr auf den Casual-Spieler dann aufgebaut wurde. Deswegen sage ich ja, also meine persönliche Vermutung ist einfach, dass Burning oder WoTLK deswegen damals so gut ankam. Ich meine, einer der Punkte ist, was man halt wissen sollte, warum da so viele Spieler waren zu WoTLK, weil damals der Asien-Release noch mit dabei war. Aber overall tippe ich halt, dass es generell so beliebt war, weil es einfach war. Also, weil es wirklich, wirklich einfach war vom Spielerischen her. Die ganzen Klassen haben sich sehr, 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 sehr easy gespielt. Es waren sehr, sehr leichte Rotationen. Die ganzen Steine, die einem in den Weg gelegt wurden früher, wurden dann halt mehr oder weniger entfernt, wie zum Beispiel das permanente Umgehen oder permanente halt Mana-Probleme als Retri und so weiter.
Und dann auch der Raid-Content, dass der Raid-Content so derart einfach war, dass man halt einfach, ja, bis auf drei Sachen halt, also Jog plus 0, oder eigentlich nur zwei Sachen, Jog Saron plus 0, beziehungsweise halt den Lichtkönig im 25er HC, waren halt die einzigen schweren Encounter, ansonsten konntest du halt alles easy parken, brauchst es halt nirgends mehr unbedingt eine Gilde. Das fand ich, fanden wahrscheinlich sehr, sehr viele damals ansprechend, unter anderem ich natürlich auch, WOTLK auch geliebt, aber wie gesagt, ich mag Retail dann meistens immer ein bisschen mehr. Aber ja, das ist auch meine Spekulation mal persönlich, warum das damals so gut ankam. Und das ist auch das, worauf ich mich persönlich freue halt. Einfach mit der Community so durch diese Raids einfach ein bisschen durchstompen halt. Aber da kommt schon mein erster großer Punkt zum Meckern, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht gut, dass sie aufgrund der, wie sagen die Leute immer so schön, die Classic Andys, dass sie da aufgrund von der geringen Prozentsatz der Spielerschaft halt dann immer wollen, dass dann Dinge eingefügt werden, die halt irgendwo für mich persönlich jetzt keinen Anreiz für Classic dann bieten, wie zum Beispiel, dass es keinen Dungeon Browser gibt, dass es zum Beispiel, was haben sie, das Quest-System, dieses Quest-Helper-Ding ist, glaube ich, irgendwie deaktiviert am Anfang, weil da gab es irgendwie andere technische Probleme vorerst, aber ich meine, gut, da hat man dann eh Quest, die dafür, da gibt es ja eh das Add-on, da braucht man sich dann eh nicht irgendwie mit auseinandersetzen. Und irgendwas war noch gerade, irgendwo habe ich gerade den Track verloren, aber da waren auf jeden Fall ein paar Dinge, die mich ein bisschen gestört haben, was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe. Wenigstens haben sie das Suche nach Gruppe-Tool drinnen. Im Gegensatz für den Dungeon Browser finde ich jetzt auch keine geile Lösung, weil ich finde da immer noch nichts Soziales dran. Im Endeffekt, wenn ich mir auf Everlook oder so den Handel anschaue, das ist einfach nur der Chat scrollt die ganze Zeit durch und jeder spammt halt rum, dass er irgendwen sucht. Aber ja gut, das Tool ist so und so ein Mittelweg wenigstens, sagen wir mal so. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr, wow, den hat es einfach zerrissen an dem Schild gerade, den nächsten auch direkt und den wahrscheinlich auch, ja. Deswegen auf jeden Fall gespannt, wie das dann generell ankommt und ich hoffe nicht, dass sie da noch, ja, zu sehr dann auf die Leute hören, dass da irgendwie alles rausgenommen wird, was irgendwie zu WOTLK dann drinnen war, selbst wenn es halt zum Release in dem Sinne nicht drinnen ist, weil wir haben ja sowieso schon einen späteren Patch und so weiter. Aber wie gesagt, freue mich auf jeden Fall. Ah, das wollte ich noch. Genau, da war noch an. Und zwar, dass in WOTLK die Raids schwerer getunt werden. Oder was heißt schwerer? In Naxxramas zum Beispiel haben die Bosse irgendwie mehr HP und machen mehr Damage. Finde ich irgendwie komischen Change. Weil wie gesagt, meine persönliche Spekulation ist, dass die Leute den Content mochten, weil sie einfach komplett rüberfahren konnten und weil es halt nicht viel zu beachten gab. Und deswegen kam es meiner Ansicht nach so gut an. Weil ich mochte das auch. Wir waren ein paar der Ersten, die zum Beispiel auf unserem Server Nax gemacht haben. Gerade nicht geklärt. Hätte ich damals gewusst, dass ich den Titel bekommen hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Weil das macht mich heute noch ein bisschen mad. Aber anderes Thema. Aber zum Beispiel, ich habe damals gelevelt, weil als einer der Ersten auf dem Server Level 80. Gerade nicht als der erste Paladin leider. Für die Paladin-Helden dort. Aber ich habe dann einfach im Handelschat Leute gesucht, weil die Raids waren ja im WOTLK direkt offen und dann haben wir einfach direkt Nax gemacht, halt direkt Nax 10er und haben halt mit dem Quest Gear halt easy peasy alle Bosse legen können, ohne dass wir halt auch nur irgendwo ein paar Tries machen mussten. Und das war halt einfach der Fun-Part dran, muss ich persönlich sagen. Also das war das, was mir Spaß gemacht hat, weil es halt einfach so leicht war und so zum Stompen war. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich halt auch mit meiner Community dann vorhatte, dass wir da halt einfach ein bisschen so den 10er-Content spielen, vielleicht, wenn viele Leute sein sollten, vielleicht den 25, aber ich glaube eher den 10er-Content. Und ja, dann halt so ein bisschen diese Raids nochmal durchmachen und so. Das wird mich halt noch persönlich ein bisschen ansehen. Aber ja, schauen wir mal, was sie dann noch vorhaben und was sie sich noch einbilden, was sie da alles für Änderungen bringen müssen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob sich da dann noch zu viel verändert, sagen wir so, dass es mir irgendwie gar nicht mehr gefallen würde. Aber WOTLK ist zumindest noch der Classic-Part, sagen wir so, der mich persönlich am meisten noch interessieren würde. Aber ja, wie gesagt, ich bin dann trotzdem lieber bei Retail mit am Start. Das kommt dann, wie gesagt, sehr, sehr stark darauf an, was sie da dann jetzt vorhaben und wie sie das Ganze dann angehen wollen. Aber ja, wichtiger ist ehrlich gesagt, dass es den Leuten Spaß macht, die es dann, Entschuldigung, wirklich vorhaben, dass sie es halt aktiv dann nerden die ganze Zeit. Da sollte man dann nicht unbedingt auf Leute wie mich hören, würde ich mal sagen. Aber das waren zumindest ein paar sehr, sehr interessante Themen. Momentan finde ich zumindest. Also Blizzard auf jeden Fall aufstockt für den WoW-Content. Finde ich schon mal sehr, sehr nice zu hören. Und bin halt sehr, sehr gespannt, was sie damit mit dem mehr Ressourcen machen können. Freue mich mega auf Season 3 momentan. Und bin natürlich gespannt, was Season 3 dann noch alles so für...
oder Season 3 sage ich, Season 4 natürlich. Bin natürlich sehr, sehr gespannt auf Season 4 und bin natürlich gespannt, ob da noch andere Dinge mit drinnen sind, von denen wir bisher noch nichts wissen, weil kann natürlich nach wie vor sein. Ich bin immer noch am Rätseln, für was dieser komische Mountstall ist, der jetzt mit Patch rein. Falls euch das immer noch nicht aufgefallen ist, Orgrimma, wenn er reingeht in Orgrimma, direkt auf der linken Seite neben der Halle, ist so ein Mountstall hingebaut worden. Gleiche für Allianz, dort wo der Kochlehrer steht in Sturmwind, ist ebenfalls so ein Mount, ja, es ist halt so ein Stall, also es ist nicht direkt ein Mount-Lehrer oder so irgendwas, aber so ein Stall aufgebaut worden. Und gibt es halt zwei Quests, wo man irgendwie so Vorräte ranschaffen muss. Und dann wurde gesagt, sie gehen halt weiter zur Arbeit. Sowas gab es damals schon mal, und zwar als der Hafen in Sturmwind umgebaut wurde. Dort sind ebenfalls so Bauarbeiter-NPCs eingefügt worden und irgendwann war halt dann der Hafen umgebaut. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was genau sie damit vorhaben. Ich glaube nach wie vor irgendwie nicht, dass es mit dem Dragonflight-System, also dem Drachenflugsystem, was wir dann haben in Dragonflight, dass es damit zusammenhängt, weil das funktioniert ja vorerst gar nicht in den alten Gebieten. Warum sollte dann dort unbedingt jetzt irgendwie so ein Stall oder so irgendwas stehen? Oder vielleicht ist das, um die Mounts dann zu, also diese Drachen zu kostümisieren oder so, dass man das dort machen kann oder so. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was sie damit noch vorhaben. Aber das war es erstmal wieder für diese Folge mit dem kleinen Zwergelein. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder alternativ auf dem Server Rexar oder leeren Charakter stellen und einen Brief an den lieben Galadro hier schicken. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links bin unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.